Intel will bei Magdeburg zwei neue Chipfabriken bauen. Die deutsche Regierung beteiligt sich mit knapp 10 Milliarden Euro an dem Projekt des US-Chip-Giganten. Die Bundesregierung spricht von der größten ausländischen Direktinvestition der deutschen Geschichte. Die Ansiedlung hat ihren Preis. Ein Drittel der Kosten will der Bund einem der größten Konzerne der Welt an Fördermitteln zuschießen. Sachsen-Anhalt, Profiteur der Ansiedlung, sieht die Steuermittel gut investiert. Wir können nicht zulassen, dass die strategischen Technologien in Asien oder ausschließlich in Amerika stattfinden und realisiert werden, sondern wir müssen als Europa eine gewisse Autarkie haben und auch selber in der Lage sein, entscheidende Schlüsselprodukte zur Verfügung zu stellen. Bis 2027 sollen 3000 hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Top-Ökonomen kritisieren unter anderem, das Geld wäre besser in Hochschulen und Forschung investiert. Zudem sei die Summe nur ein Höhepunkt im globalen Subventionswettlauf. Das Kernargument europäischer Unabhängigkeit von China zöge auch nur bedingt, da die USA bereits ihre Chip-Industrie massiv fördert.